Ja, mein Gott, ey. Ich kann doch nicht da normal durchspringen, oder doch? Ich bin doch an sich viel zu hoch. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist... Ah, okay. Allerdings, sieh dich vor. Das macht jetzt eigentlich es anders. Ich habe nämlich gerade mal ausprobiert. Mit F macht man ja hier so, ein Ding ist da. Und dann... Mein Gott! Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier an so einer verfickten, also an sich simplen Stelle. Warte mal. So extrem hänge jetzt. Ja, denkst du, es ist... Allerdings, sieh dich vor. Gute Idee. Ja, komm. Ja. Warum macht er denn... er vor allem. Warum macht Lara denn jetzt nicht diesen... diesen Sprung hier? Warte mal. Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du, es ist deine... Dann muss man gleichzeitig drücken, ne? Sieh dich vor. Was ist das? Eher moderne Kunst als Archäologie. Zumindest in diesem Zusammenhang. Hm. Weil ihr habt... Ach, Moment mal, ich sollte ja auch mal ein bisschen anders probieren. So wäre viel einfacher, ne? Hey, das war klasse. Der Weg ist frei, Lara. Ich Vollidiot, ey. Schon peinlich. Aber da sieht man halt, dass ich in solchen Spielen mal nicht der Pro bin. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Dich aber auch, Dominion. Das war recht laut gerade. Das... Achso, nee, so hat er nicht. Wir folgen ihm. Oh, hoppa. Wie man sieht, das Ding kann man ziehen. Fuck it. Wir hatten ja ein bisschen Leben verloren, da hier noch ein Medikit liegt. Ja, brauchen wir an sich nicht mit Energieverlust irgendwas machen. Oh. Zack. Und wieder ranziehen. Ja, natürlich. Bremsen wir natürlich richtig schön aus. Ah, perfekt. Hey. Hoppala. Ey, was heißt die direkte Art? Natürlich. Anders geht's nicht. Achso. Ich sollte mal die Waffe wegstecken. Also Reaktionen hat der Typ auf jeden Fall nicht. Das muss man ihnen schon lassen. Oh oh. Ich hab keine Mulli mehr. Ah, perfekt. Hab ich ja doch wieder ein paar Schuss mehr. Genau sagen. Auch nicht gerade viel mehr. Da hat man beispielsweise versteckte Tür. Falsche Taste. Aber das sieht schon... What the fuck? Geil. Das macht man, wenn man... Upsa. Dauerhaft F drückt. Eieiei. Das, aber... das sieht auch nice aus. Also vor allem auch so eine Kombination. Sowas mag ich ja. Achso. Da muss ich hin. Und einmal nach oben. Ja, es war dumm, hierher zu kommen. Hörst du? Du langweilst mich schon, du Spacko. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer. Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus Rittern gewesen sein.
Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein, deshalb! Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Was ist jetzt mit ihrem bloßen Mundwerk? Habe ich ihre Neugier befriedigt? Dann werden sie nun sterben! Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Was ist jetzt mit ihrem bloßen Mundwerk? Autsch! Erkennen Sie jetzt ihre Dummheit? Scheiße, wa? Arschgeige? Das Artefakt gehört dir. Dieses Mal haben sie nicht so viel Glück. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Was ist jetzt mit ihrem bloßen Mundwerk? Habe ich ihre Neugier befriedigt? Dann werden sie nun sterben. Oh. Ihre Bewegungen sind Ausdruck ihrer Verwirrung. Ihr Ende ist nah. Ah, der Spacko hat auf jeden Fall... Ah, scheiße. Verstehen Sie nicht, Miss Croft? Das Artefakt gehört mir. Dieses Mal haben Sie nicht so viel Glück. Naja, Schnauze da. Ihre Dummheit. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Erkennen Sie jetzt Ihre Dummheit. Ihre Bewegungen sind Ausdruck Ihrer Verwirrung. Ja, komm schon. Dumm, hierher zu kommen. Hoch. Nochmal hoch, scheiße. Tief. Das hoch. Naja, du kannst hier, ne? Das hat geil, Lenz. Bleibt erstmal stehen, 1000 Jahre lang. Hoch. Und Tschüssikowski, Schnauze da jetzt endlich, Mann. Da. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Danke, Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Ja. Da ist auch schon mal was Feines. Und da haben wir wieder eine Kostümauswahl und die Zwischensequenzen freigeschaltet. Jo. Eine halbe Stunde haben wir übrigens aufgenommen. Ein Bronzeschatz nur, das sah für mich eher wie ein Goldschatz aus, aber egal. Und weiter. Keine Spur von Rutland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nein, aber da wäre noch was. Als ich mir die Karte ansah, meinte Winston, deine Eltern wären dort gewesen. Dein Vater hat dort vor deiner Geburt gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. Sowas soll's geben. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich jetzt noch weitermache oder aufhöre. Ich hätte an sich schon Bock. Komm, die eine Mission machen wir noch. Ich hab schon Bock auf Lara. Ja, ich war eben ein bisschen ruhiger. Ja, wegen Concentration und so, weil ich hab nicht mehr so viel Leben gehabt. Was war hier? Taschenlampe überhaupt? Was habe ich in die Taschenlampe gepackt? Gibt's ja gar nicht. Was habe ich? Welche Taste habe ich die Taschenlampe gepackt? Steuerung. Waffenwechsel PDA PLS. PLS. Bestimmt. Entferntaste? Ah, okay. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Wow, das sieht aber geil aus. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Ja. Da wird er mir jetzt nämlich gezeigt, dieser Hechtsprung.
Boah, mit dem Hechtsprung abzuspringen. Probieren wir mal. Eieiei, da hätte ich mir aber fast den Kopf gestoßen, ohne Scheiß. Bisschen höher. Achso, ha! Strömung zu viel. Die Strömung war zu fett, um da halt durchzukommen, also geht halt. Wasser ist einfach mein Element. Ich habe Ghana vermisst. Ja. Machen wir halt so. Nicht? Natürlich. Achso. Ich glaube, ich sollte mal erstmal hier hochgehen. Und mich daran hängen. Ja. Nein. Und jetzt ziehen. Weil das war knapp. Ja, super. Jetzt kommt erstmal eine schöne fette Front auf dich zu. Gar nicht. What the fuck? Das sieht ja mal richtig geil aus. Oh, da ist ja unser Tempel. Große Eingänge sind einfach unpraktisch. Das war schon immer so. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an. Da ist Grunland. Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... naja. Das müsste Alistair jetzt sehen. Er versucht noch herauszufinden, woher diese Schwertstücke stammen. Wir sind vorerst allein. So, ich werde hier aber trotzdem kurz mal speichern. Nichtsdestotrotz. Wie viel Prozent... um unter anderem halt die Dinge zu... 32? Ich mache hier aber ganz kurz Pause und ganz kurz Unterbrechung. Gleich wieder. Also, bis gleich.